geht einfach nicht. Ein tolles Publikum. Ich glaube, das Beste in Deutschland, was es geben kann. Und es gibt natürlich hier bei uns auch die besten Rezepte. Also, herzlich willkommen. Schön, dass Sie zuschauen. Ich kann schon mal sagen, was es geben wird. An meiner Seite gibt es ein Tiramisu, aber eingefroren, geeist. Und dazu ein Ragout aus Mango und Passionsfrucht mit Karamellsoße. Und, genau, und es gibt... Es gibt dann noch etwas Leckeres zum Hauptgericht, und zwar Kalbsröllchen gefüllt mit Shiitake-Pilzen, dazu Ingwerknödel aus Weißbrot und eine Butter aus Honig und Sojasauce. Eigentlich wird man damit satt und glücklich. Mal schauen, ob es vielleicht noch eine Kleinigkeit dazugeben kann. Vielleicht von Horst. Tja, meine Damen und Herren, auch ich begrüße euch ganz herzlich. Und heute strenge ich mich an, ganz ehrlich. Heute gibt es einen Schweinerückensteak mit etwas ganz Außergewöhnlichem, nämlich einem Kartoffelrisotto. Das habe ich vorher selber noch nicht gehört, ist aber exzellent. Dazu Blumenkohl, schön ausgebacken in Butter, natürlich paniert vorher. Und es gibt ein Seeteufelfilet auf einem Raukesalat mit einer Balsamico-Reduktion. Das war es, ja. Aber meine Damen und Herren, was wäre ich, was wäre Kochen, was wäre diese Sendung, was wäre Hamburg und die Stromburg ohne meine Küchenorchidee? Johann, grüß dich! Servus, hallo. Alles gut? Alles gut. Tja, Johann. Also heute kann ich dir nur eins sagen. Tja, warte ab, was ich dir gleich sag, du. Für meinen Gast haben wir keine Kosten und Mühen gescheut. Für meinen Gast würde ich diese Erde sogar wieder zu einer flachen Scheibe klopfen. Also ich kann nur eins sagen, meine Damen und Herren, ich freue mich wahnsinnig. Sie ist eine Moderatorin, sie ist sportbegeistert, sie boxt und sie liebt die gleiche Hunderasse wie ich, Labradore. Und sie ist eine fantastische Journalistin. Mein Gast ist der erste Mensch der Welt. Von 70 bis 86 hat er alle 14 Achttausender bestiegen. Sie kennen ihn alle, hier ist... Dunja Hayali und Reinhard Messner. Ich wusste, ich kenne den Namen. Reinhard, ich grüße dich. Endlich bin ich wieder bei dir. Gehen wir in die Schlacht. Ja, in die Schlacht. Ja. Ja. Dunja, wusstest du eigentlich, dass ich der Reinhold Messner des Butterbergs genannt werde? Ich habe ihn nicht bestiegen, ich habe ihn bezwungen. Er ist mein Idol. So, jetzt sag mir noch mal ganz genau deinen Nachnamen. Ich habe eben geübt in der Garderobe. Hayali. Richtig, geht doch. Gar nicht so schwierig. Aber Hayali geht auch. Hayali geht auch. Das ist kein Problem. Nee, da bleiben wir bei Hayali. Das ist doch schön. Aber der Reinhold darf vielleicht Hayali sagen, das passt ja. Reinhold. Hayali, sagt man das immer noch, wenn man am Berg kommt? Nein, ich sage Kalipe. Das ist tibetisch und bedeutet immer ruhigen Fußes. Ruhigen Fußes? Immer ruhigen Fußes. Das sagen die Tibeter, wenn man losgeht auf den Berg, wünschen die Kalipe. Nicht Bergheil oder sowas. Sondern Kalipe, immer ruhigen Fußes. Wer immer ruhigen Fußes geht, kann nicht verstolpern. Der kommt irgendwann an, ja. Der kommt wieder an. Sag mal, kann ich eigentlich mit einer Platzsenke und Spreizfuß so Berge hoch? Ja, ist okay. So. Dunja, du kochst sehr gerne, du kochst sehr gut und du kochst exzellent. Das behauptest du jetzt? Nein, das behaupte ich nicht. Ich habe meine Informanten, die mir gesagt haben, du bist eine exzellente Köchin, die sehr erfahren ist und natürlich auch weltweite Küche liebt. Du liebst arabische Küche, asiatische Küche, stimmt's? Was der alles weiß. Ja, ich habe meine Informanten, Wie gefällt dir dieses Rezept? Seeteufel? Schön mit Sesam gebraten, dazu so eine schöne Salatsoße mal als Reduktion eingekocht mit Balsamico, mit Traubensaft und Puderzucker. Hast du sowas schon mal gehört? Ne, klingt ein bisschen abgedreht. Also wenn du es kochst, bin ich mir sicher, dass es am Ende schmecken wird. Aber das ist mein Job, oder? Das ist dein Job? Ja. Ja, obwohl Johann vertraut mir da weniger. Das, der sagt,
Wenn ich mit so Rezepten um die Ecke komme, sagt er vorher schon, informiert euch, ob eine Pizzeria an der Ecke ist. Aber das klingt doch nach einem ehrlichen, geradeaus Gericht. Also das, was er vorhin vorgestellt hat, klingt mir so ein bisschen verrückter und so ein bisschen schnickschnackmäßig. Ich habe immer Angst, wenn Johann das Essen vorstellt, dass er eine Lesung aus dem Kochbuch macht. Wird er wahrscheinlich gerne. Ja, man weiß nie. So, du fängst einfach mal an mit der Reduktion. Was heißt denn Reduktion? Reduktion heißt ein Reduzieren, es wird weniger. Deswegen koche ich zum Beispiel nie nach Kochbüchern, weil die machen mich total durcheinander. Dann liest man einen Satz, dann fängt man an, dann liest man den gleichen Satz. Ich weiß, geht's Ihnen genauso? Dann gibt's eine Prise und dann gibt's eine Reduktion und dann gibt's nur so komische Sachen. Deswegen keine Kochbücher. Siehst du, Johann? Oder? Tja, jetzt hast du Publikum schon bei dir. Nee, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Sonja. Also solltest du in deinem Leben schon ein Kochbuch verfasst haben? Das ist bestimmt ganz großartig, ich bin mir sicher. Ich stelle mir gerade vor, oder? Die Sachertorte ohne Kochbuch. Gut. Obwohl, Johann, so eine Sachertorte, man kann mich verbessern, aber wird die nicht gebacken? Das ist meine Haupt. Guck mal hier. Da steht doch gar kein Kochbuch. Ja. Ich habe niemanden bestellt zum Tüten aufmachen heute. Ich habe einen Koch bestellt. Was ist das denn? Das ist Pemmican. Was ist das? Konzentrierte Nahrung für unterwegs. Wir sind nicht unterwegs heute. Aber ich bin meistens unterwegs. Ah, du bist unterwegs. Also, Johann, ich kann dazu nur sagen, immer ruhigen Fußes. Was ist das? Pemmican. Pemmican. Warte mal, meine Brille ist weg. Ich habe schlecht mit der Brille, du. Haben die Indianer schon vor 500 Jahren gegessen? Vor 500 Jahren hatten die Indianer schon so Tüten? Nein, die Tüten nicht, aber das gleiche Essen, das gleiche Essen. Wenn ich in der Antarktis bin, was kann ist ich es denn? Das ist gedörrtes Fleisch mit Waldbeeren. Das sieht aber sehr lecker aus. Warte mal, Johann. Das heißt ja, hier heißt es ja lecker, nicht am Ende. Ja, ja. Weißt du endlich, was bei Laferlichter auch lecker ist, verstehst du? Ja, Johann, jetzt zeige ich dir mal lecker. Ne? Toi, toi, toi. So, Moment, guck mal da. Sieht das nicht lecker aus? Lecker. Ja, ist auch gut, oder? Das drei Monate lang habe ich von dem gelebt. Das möchte ich jetzt gerne mal. Warte mal, es riecht lecker. Muss man das ist warm gut, machen? Das ist gut. Also ich bin mir ganz sicher, deine Labrador-Hündin wäre jetzt ganz verrückt. Golden Retriever hast du? Aber jetzt erklär mir, was man ist hat das auch Hunden gegeben zum Fressen okay, in der Antarktis. Jetzt wollte ich gerade probieren, jetzt vielleicht doch nicht ja, mehr. Ja, bitte, bitte. Aber das muss man, das muss erklär mir, was ist da alles drin? Weißt du das? Waldbeeren, ja. Gedörrtes Fleisch, ja. Auch Fett. Und aus dem machen wir eine Suppe, eine Stew, eine sehr... Ist lecker, ja? Und trau dich mal. Nee, nee, danke schön. Also, aber Reinhold, wir machen jetzt erstmal ein Tiramisu-Eis. Ja, aber der Reihe nach. Du musst jetzt erstmal, pass auf, nichts falsch machen. Darf ich nicht? Nein, du hättest zuerst müssen das Ei mit dem Wasser und dem Zucker aufschlagen. Aha. Erst dann den Kaffee dazu. Fängst jetzt mal an, das aufzuschlagen, bitte hier. Okay. Über Wasserbad, schön schaumig schlagen, ja? Nicht zu heiß, ich schau zurück, das muss ganz schön schaumig werden. So. Aber ihr habt früher immer das gegessen, dieses Pemmican. Nein, nicht immer. Bei den Bergtouren natürlich nicht. Bei den Bergtouren trinken wir sehr viel und essen vielleicht hartes Brot und Speck. Ach, hartes, das ist ja das auch typische. Schokolade und solches. Das ist ja das typische, wie heißt es in Südtirol, Marente, oder? Ja, das ist einfach ein Badelbrot, aber gedörrt, hart. Ja. Wie die Bauern das vor Jahrhunderten schon gegessen haben. Genau. Um Energie zu kriegen. Und das ist Lardo, also weißer Speck mit viel Fett. Grüner Speck, genau, sagt man auch dazu. Ja, Lardo, das sagen die Italiener. Und das haben wir in der Antarktis als Vorspeise gegessen. Man muss ja denken, das friert nicht. Wenn ich normales Brot nehmen würde, das friert mir. Kann genau. Ich nicht essen. Aha. Trockenes Brot wiegt wenig, ich muss das ja alles mitziehen. Und der Speck gibt sehr viel Energie. Ich brauche in der Antarktis bei 40 Grad minus durchschnittlich etwa 6000 Kilokalorien pro Mann und pro Tag. Wahnsinn! Wenn ich das nur in Zucker mitnehmen würde oder in so Süßigkeiten wie Tiramisu, dann bräuchte ich ja 3 Kilo pro Kopf pro Tag. Und ich kann höchstens vielleicht 0,6 Kilogramm pro Kopf pro Tag mitziehen. Ah, okay. Das ist eine Frage der So, das mehr, das weiterschlagen. Das dauert. Also du siehst ja, ich bin kein begnadeter Koch. Das macht nichts, es muss schön aufgeschlagen sein. Die Schüssel muss so ziemlich voll sein, ja, dann bist du fertig. Kann ich schon reinnehmen? Ja, erst durch Sesam. Ja, aber dann rein, ne? Erst durch Sesam, dann rein. So, lecker. So. Dann gibst du den Knödelmasse ein Ei dazu. Etwas Salz und hast du Pfeffer da? Hast du ja Pfeffer rein
Eine schöne würzige Masse. So, jetzt kannst du dazu geben den Mascarpone bitte, Reinhold. Und dann Schlagsahne. Ja? Alles reinwischen da. Wie säuber ich diesen? Das muss ich ja. Schau her, das geht so, indem du hier drauf drückst, dann fällt das da raus. So. Aha. Dann kannst du es abklopfen und wegtun. Gut, dann brauche ich jetzt einen Löffel. Siehst du, das mag ich ja wieder, das sind Frauen. Die können, halt, guck mal hier, Johann, die kann zwei Sachen gleich. Mit links rührt sie die Reduktion, mit rechts macht sie den Fisch in Sesam und Brei. Respekt, junge Frauen. Dunja, ich habe eine Frage. Ja, ich fühle mich beobachtet. Das ist ein ungewohntes Gefühl beim Kochen. Ja, aber ist ja im Fernsehen ist das auch relativ selten, dass man gesehen wird. Mit der Maschine? Dunja, aber Thema Fernsehen. Ja. Ich bewundere dich dafür, dass du morgens so früh aufstehen kannst für dieses Morgenmagazin. Soll ich dir mal was sagen? Ich bewundere mich da auch jeden Morgen für und frage mich, wie ich das hinkriege. Wie viel Uhr stehst du denn da auf? Ich habe 4 Weckzeiten und der erste Wecker geht, glaube ich, um 3.43 Uhr. Der nächste um 3.47 Uhr, weil ich den ersten meistens wegdrücke. Weil ich mich immer frage, warum klingelt der? Und dann drehe ich mich noch mal um. Und beim zweiten Mal klingelt der. 3.43 kommt mir bekannt vor, das ist die Uhrzeit, wo Johann besoffen nach Hause kommt. Aber zu seiner Verteidigung muss ich sagen, er hält aber dann immer lange durch, weil er guckt die Sendung, hat er mir jedenfalls gesagt. Ich weiß nicht, ob er sich einschleimen wollte, aber zumindest also hat er gesagt, kann, er guckt. Das war einschleimen. Ich kann von Dunja alle Gefühlsregungen nachmachen, weil ich kenne sie mittlerweile seit vielen, vielen Jahren. Und ich weiß, wann du gut und wann du schlecht drauf bist morgens. Ehrlich? Ich weiß das. Dann mach mal nach, Johann, mach mal nach. Komm. Ich weiß das, doch, ich weiß das, wirklich. Zeig. Es kommt auch darauf an, wer an ihrer Seite ist. Stimmt's? Dann zeig ich mal. Ich verweigere die Aussage. Okay, gut, dann sage ich nichts dazu. So, passt. So, der Fisch ist soweit fertig. Und soll ich dir sagen, woran man das sieht? Sag's mir. Weil hier unten der Rand schon braun geworden ist. Dunja, habe ich von ihm gelernt. Wusste ich vorher auch nicht. So, ich stelle den jetzt in den Backofen. 85 Grad zum Warmhalten. Nimm mir meine Sachen weg. Also, meine Damen und Herren, ich bitte um einen Applaus. Das Tiramisu von Herrn Messner ist eine Weltklasse-Sensation. So, was muss jetzt hier noch passieren? Komm her, probieren! Komm her, probieren! Das muss man mal probieren. Das ist wirklich lecker. Echt jetzt. Wenn wir sowas gehabt hätten in der Bar. Da liegt ein Löffel neben dir. Nee, da kriegen wir immer zentnerweise Post, das ist ja. Weißt du, es gibt so Leute, die sitzen vom Fernsehen und sagen, oh, der war mit dem Finger da drin. Und da sitzen die direkt am Laptop und sind am Schreiben. Ehrlich? Ui. Jetzt mal eher ohne Witz, gell? Ui. Ui, ja? Also Reinhold, der Lehrmeister. Also. Jetzt aber ganz, ne? Aber wisst ihr, was jetzt gemein ist? Was? Mmh. Ja, ja. Aber pass mal auf, weißt du, wie wir jetzt jemanden glücklich kriegen? Naja, jetzt haben wir hier Biskuit gebacken, Biskuit. Dann tun wir hier die Folie abziehen und jetzt legen wir diese Drinnenform mit der Biskuit aus, mit der Scheibe. Guck mal, Dunja, da sieht man mal wieder dran. Die haben geschummelt, die haben vorgearbeitet. Ach, was? Was? Exakt, oder? Dunja. Das haben wir gar nicht nötig. Der bescheißt jede Woche. Jede Woche bescheißt er uns. Das ist ungefähr in der Schule. Ach, Herr Lehrer, ich weiß was. Ja. Hier, Blödmänner da, du verstehst. Nehme ich den jetzt. Ja, 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 ja. Uns egal, mal gell? Ich habe einen Löffel genommen. Du? Komm her, Kind. Früher hat man gesagt, das sind alles Radlvorrat. Von Reinhold Messmer persönlich gemacht. Das ist kalt, da musst du nicht pusten. Sehr lecker. Lecker, ne? Ja. Ja. Guck mal, ganz wichtig ist, der Biskuit will ausrollen. So. Ja, jetzt schau her. Nimmst du die Form? Legst es so rein hier. Haben wir es kurz geschnitten? Ja, das geht schon. Ja, ein bisschen kurz. Sag, würdest du mir etwas verzeihen? Ja. Ich nenne dich jetzt schon seit Jahren Messmer. Dabei heißt du ja Messner. Messmer heißt der D, also ich heiße Also, Namen hast du es nicht so, ne? Scheint mir. Nee, der Horst hat es auch mit anderen Dingen. Der hat es auch, auch mit anderen Dingen nicht so. Oh.
Mach deine Scheiße doch allein. Meine Damen. Komm ich nächste Woche nicht mehr. Ich habe aber nicht gesagt. Braucht ihr nicht beim Frühstücksfernsehen irgendeinen lustigen Koch? Ich nehme nicht so viel. Ich hasse. Gut. Den Job hast du. Ja? Ja. Chefredakteur guckt bestimmt gerade zu. Der ist begeistert. Könnte ich mir vorstellen. Mein Gott, dann muss ich aber. Weißt du, ich habe überlegt, mit dem frühen Aufstehen ist ja nicht mein Ding. Vielleicht gehe ich gar nicht erst ins Bett, dann bin ich schon auf. Das habe ich mir am Anfang auch gedacht. Funktioniert aber nicht, spätestens, ne? Nach dem zweiten Tag weißt du nicht mehr, wie der heißt. Das funktioniert also auch nicht. Aber wie motiviert man sich so früh morgens? Jetzt mal ganz ehrlich. Gar nicht. Und dann macht man einfach immer das Gleiche. Ich stehe mal auf, riecht der Hund 5 Minuten Streicheleinheiten, dann schmeiß die Kaffeemaschine an, schmier mir meine Stullen, zieh mich an, setz mich ins Taxi. Und dann werde ich langsam wach. Und was es erträglich macht, im wirklich wahrsten Sinne sehr erträglich, ist es einfach eine tolle Sendung. Das es stimmt. Ist jeden Morgen mit. Also. Und wie kriegst du diese Umstände? Nein, aber es ist wirklich, du hast ja alle Themen. Du hast Politik, du hast Kultur, du hast Sport, du hast Wirtschaft. Und es ist jeden Morgen. Irgendwie wie, ich sag's im Positiven, wie so eine kleine Wundertüte. Und der Zuschauer kommt hoffentlich gut informiert und manchmal nicht so gut gelaunt, je nachdem, was wir für Themen haben, in den Talk. Ist doch toll. Und ich habe dann um 12 Uhr Feierabend und lebe in einer Parallelwelt. Was machst du dann? Gehe ich noch mal eine Stunde schlafen, dann kommt der Hund zurück, der geht alleine spazieren. Der hat so eine kleine Kindergartengruppe, die ist dann irgendwie ein paar Stunden im Grunewald, dann kommt die zurück und dann kümmere ich mich um den Hund. Zeitung. Und wann gehst du Freunde abends treffen ins Bett? Ist schwierig, weil der normale Mensch arbeitet ja tagsüber. Ja. Und das heißt, beschäftige ich mich ein bisschen wann mit mir selbst. Wann gehst du denn dann abends ins Bett? 8 Uhr, 9 Uhr? Na, so um 11. Das ist aber dann nicht viel. Bin ja noch halbwegs, obwohl man sagt ja, senile Bettflucht kommt mit dem Alter. Also ich habe das richtige Alter, um nicht mehr so viel zu schlafen. Nein, schlaf deswegen ich sag geht immer, schlaf. Johann nachts immer raus. Ich wundere mich immer, warum der um 2 Uhr nachts sich die Jacke anzieht und sagt, ich gehe noch mal rund hier um die Elbe laufen. Aber weißt du was, mir hat meine alte Frau gesagt, so um die 80, die mich das auch gefragt hat. Und dann meinte sie, wissen Sie was, schlafen können Sie irgendwann, auch wenn Sie tot sind. Und Sie werden sich später im Alter nur an die schönen Dinge des Lebens erinnern. Und nicht daran, dass Sie gesagt haben, oh mein Gott, war ich müde, ich musste schlafen. Und das sage ich mir jeden Morgen. Da hat sie recht, dann hat sie recht, ne? Reinhold. Was mich dann aber interessiert, ich habe mal gehört, wenn man im Eis ist und Schnee, dass man möglichst nicht einschlafen sollte, weil man dann erfriert. Wie machst du das denn, wenn du da so einen Berg hochkletterst? Du kannst doch nicht eine Woche ununterbrochen wach bleiben. Also wir stellen uns schlafend, aber es ist wirklich so, dass wir zum Teil tagelang wach sind. In einem Wachzustand, aber wir sind in der Lage, das lernt man, trotzdem zu rasten. Also im Prinzip so, wie Johann jetzt die Sendung macht. Beleidigen wir beim Johann nicht. Also in 8000 Meter. Jetzt muss ich was sagen. Stell dir mal vor, mit dem muss ich das jeden Tag aushalten. Das ist doch Wahnsinn. Ja, noch ein bisschen. So, pass auf. Jetzt versuche ich mal. Jetzt machst du mal das Essen da. Das Pemmikan. Ja? Pemmikan, genau. Da brauche ich noch mal das. Da ist er doch hier. Komm her. Da macht es hier. Komm mal hier. Da. Ja, das geht gut. Ja. So. Ich mache jetzt hier die Füllung für meine Schnitzel. Hab hier Schalotten, Knoblauch angebraten, gebe dazu jetzt Shiitake-Pilze reingeschnitten und fülle damit gleich die Kalbschnitzel mit Senf. Reinhold, brauchst du das wirklich? Ja. Wir werden alle versuchen. Ja, noch lachen Sie, warten Sie mal ab. Ja. Weil heute bekommt das Publikum das erste Mal eine volle Mahlzeit. Jetzt pass auf. Darf ich dir jetzt mal was zeigen? Oh, das machst du ganz toll. Aber ist die sowieso mal ganz lecker, gell? Was denn? Du hast ja eben gesagt, das ist jetzt zu stark. Jetzt erkläre ich dir was zu einer Salatsoße. Eine Salatsoße wird immer überwürzt. Sie ist eigentlich zu stark. Warum? Der Salat nimmt ja nachher ganz viel davon weg. Wenn sie genauso schmeckt, wie du sie gerne hättest, und dann den Salat dazu tust, ist sie zu laff. Sind wir bei der Sendung mit der Maus? Ja. Ich bin der Elefant. So.
Tada. Pass mal auf. Ja? Ich zeig dir jetzt mal, das darfst du jetzt essen. Wir nehmen jetzt so eine schöne Cherry-Tomate. Dann tue ich ein bisschen von der Reduktion oben drauf. Und dann probierst du das mal. Oder du? Ich hab's schon probiert. Ist sehr lecker. Ah, ja. Guck mal hier, ich nehme es sogar so. Lecker. Mm. So. Ich hol dir ein Löffelchen. Nee, brauchst du nicht. Das darf ich jetzt mit den Fingern anfassen, weil ich es doch esse. Das Nein? darfst du mit den Fingern. Macht er das extra? Ja, ne? Johann braucht Aufmerksamkeit. Ja, ich merke schon. Ja. Ja. Wenn er. Und? Du hast mich überzeugt. Schmeckt fast. Also. Man schmeckt es. Das ist so ziemlich das Schlimmste, was man sagen kann. Schmeckt fast. Ich wollte sagen, es schmeckt fast nach. Ich lass es. Das wird nur immer schlimmer. Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. Nee, ich weiß. Schmeckt super. So, das nachher über dem Raukesalat mit den schönen Tomaten. Dazu der Seeteufel in Sesam gebacken. Bist du neidisch auf unser Essen? Jetzt schon? Also ich muss Oder wirklich sagen, ich gebe gerne Frauen Unrecht. Aber in dem speziellen Fall muss ich sagen, es schmeckt fast. Die kann ich rausholen, oder? Und den Salat schon rein? Die kannst du rausholen, den Salat. So. Ja. Okay. So was habt ihr nicht in der Frühstückssendung, weißt du? So, das ist, so ein Verrückten? Nee, so wahnsinnige Klopper hier, ne? Das Olivenöl, das nehmen wir so. Jetzt tun wir hier auf die Kalbsröllchen Senf drauf, guck mal hier. Schön, Johann. Senf, und dann habe ich hier Pilze angebraten, so Shiitake-Pilze mit Schalotten. Er macht jetzt Shiitake-Pilze mit Schalotten auf den Senf, aufs Kalbkotelett, weil der platt geklopft hat. So. Und ich könnte wetten, er rollt's jetzt zusammen. Guck mal, er rollt zusammen. Wie hieß das Gericht noch mal, ganz genau? Seins? Ja. Das kann ich nicht aussprechen, ich kann nur Deutsch. Das sind Fremdsprachen teilweise. So, Kalbsinvoldini gefüllt mit Shiitake-Pilzen und Senf. Guck mal hier, lecker, einmal. Geht der Ofen aus. Ach so, das wollen wir nee, der Blöde. So. So, wir schaffen das schon da. Was mich mal interessieren würde auf so einem Trip, wenn ihr da, ich weiß nicht, wie viele Wochen wart ihr im Schnitt Hängt davon unterwegs? Ab, wo. Also in großer Höhe brauchen wir nicht so viel zu essen, weil der Magen nicht verdauen will. Wie viel nimmst du ab? So ab? In der Antarktis habe ich 12 Kilo abgenommen. Das geht aber, oder? Das geht. Was war das für eine Zeitspanne? 3 Monate. Das geht, ich hätte gedacht. Ja, das geht. Aber natürlich haben wir da dieses fette Bemikan gegessen. Und wir brauchen relativ viel Energie, aufgrund vor allem der Kälte und der Anstrengung. Einen schweren Schlitten ziehen, der auf 40 Grad minus Eis nicht rutscht, ist eine tierische Arbeit. Deswegen hat man früher Hunde genommen, um das zu machen. Wir haben das heute selber nicht gemacht. Mehr? Stellen Sie sich vor, Amundsen ist mit 110 Hunden in die Antarktis gefahren, 1911, und hat auf der Reise zum Pol mehr oder weniger 100 Hunde geschlachtet und das Fleisch den Hunden vorgeworfen zum Fraß. Und mit 11 Hunden ist er am Ende zurückgekommen. Also wenn wir das heute machen würden, ich glaube, ich müsste mich hier nicht mehr zeigen. Ich habe nie mehr. Da kann man stundenlang, finde ich, zuhören. Ich finde das so faszinierend. Ja, aber weißt du, was mich... Wirklich, ja. Das, okay. Und die Männer haben zum Teil auch Hundefleisch gegessen, um Frischfleisch zu haben. Weißt du, was mich aber jetzt brennend... weil das ist ja wirklich unglaublich faszinierend, weil ich weiß, Johann traut sich nicht zu fragen. Sag mal, wenn man da jetzt so unterwegs ist, wie viel Grad minus sind es da? Also am Nordpol hatte ich 52 Grad minus. So, aber jetzt stell ich mir mal gerade vor, du bist da unterwegs, 52 Grad minus. Und jetzt kommt der Moment, wo du sagst... Ach so. Kerl, was muss ich schiffen? Das wie geht das denn dann? Das geht gut, das geht ja schnell. Geht schnell. Geht das nicht sofort aber ein im Flug? Wahrscheinlich. Ja? Da sind wir Männer im Vorteil. Also wir Männer tun uns da relativ leicht. Es ist nicht so, dass da irgendwie ein Eiszapfen entsteht. Nein. Also ich glaube, man muss so den Moment abpassen, wo man abbricht.
mal, ist das jetzt hier noch eine Kochsendung? Nein, das ist die Sendung mit der Maus, hat sie doch gesagt. So, schwieriger. Obwohl, also, das muss man sich aber ernsthaft überlegen, wie sowas funktioniert. Ja, ne? Nein, ich will noch eine andere Frage stellen, weil die interessiert mich noch mehr. Alle sprechen immer von Raufgehen. Wenn ich mir vorstelle, bin ich da oben, jetzt geht es so steil runter. Wie komme ich da wieder runter? Das ist auch schwierig, oder nicht? Johann, sehr flott. Es ist schwieriger runtergehen, das ist richtig. Schwieriger, oder nicht? Man muss aufpassen, weil man meistens müde ist. Die Konzentration hat vielleicht nachgelassen. Aber das Runtergehen ist viel weniger anstrengend. Stimmt, vom Everest runtergehen kostet nur ein Zehntel der Anstrengung wie raufgehen, wenn ich ganz einen großen Berg nehme. Am Mont Blanc gilt das nicht oder am Matterhorn, aber am Mount Everest, also am höchsten Berg der Welt, wenn ich runtergehe, ich falle ja förmlich runter, also ich lasse mich fallen. Anders ist aber in der Antarktis. In der Antarktis gehe ich ja auch rauf und dann runter. Das Rauf und Runter ist das Gleiche. Ich muss immer den Schlitten ziehen, es ist immer kalt, ich muss alle Tage das Zelt aufbauen. 2 Stunden lang Schnee schmelzen, um Wasser zu haben. Und der Tourismus eigentlich, findest du das bescheiden eigentlich, dass das mittlerweile so eine Art Wanderrouten geworden sind? Ja, Klettersteig würde ich sagen. Aber Gott sei Dank gibt es da ja keine Eisbären, da gibt es ja nur Pinguine, ne? In der Antarktis gibt es Pinguine, aber natürlich gibt es auch Seeelefanten. Aber keine Eisbären? Nein, keine Eisbären, die gibt es nur im Norden. Ja, und das muss man ja auch wissen, ne? Stell dir mal vor, du verläufst dich. Und dann winkt plötzlich ein Eisbär? Ja, und dann denkst du, da ist aber ein großer, weißer Pinguin. Also, wenn du in der Antarktis einen Eisbären siehst, dann... Ja, die kannst du jetzt mal... War zu viel Schnaps im... So. Gut, wie kriege ich das jetzt heiß? Da? So, jetzt muss ich erst mal Zucker schmelzen. Ja. Bitteschön. Na. Jetzt ist es heiß. Da muss warten, bis es heiß ist, gell? Ja. So, ich breite jetzt hier die Röllchen an, hier in etwas Olivenöl. Ich rufe mal die Ilke Hasewinkel. Aber nee, aus Hasewinkel Röllchen, die Ilke, das sind Rollen, das sind ja gigantische. Johann, kennst du eigentlich Hasewinkel? Portionen. Hasewinkel liegt irgendwo in Nordrhein-Westfalen, glaube ich. Kann das sein? Ich weiß nicht, ich frage sie jetzt mal. Hasewinkel kenne ich, gibt's. Ah, ist das schön. Ilke Timmerhoff? Ja, hallöchen, Ilka, hier ist der Horst Lichter von Laferlichter Lecker. Hallöchen. Ja, hallo. Hallo. Ilka, dein Applaus jetzt schon mal, ne? Danke. Ilka, mein Schatz, was hast du für eine Frage auf der Seele brennen? Ich würde gerne wissen, ob man Butterschmalz selbst herstellen kann und wenn ja, wie? Ich weiß das. Das ist aber schön. Johann, ich weiß das. Ja, das kann man selber herstellen. Und zwar Butter bei kleiner Temperatur auf dem Ofen leicht köcheln lassen. Es darf nicht verbrennen oder heiß werden. Dann steigt die Molke hoch, die muss man immer wieder wegnehmen. Und wenn sie ja lang genug gekocht hat, dieser Schaum weg, dann durch ein Sieb mit Papierchen durchgießen und dann hat man unten Butterschmalz. Übrigens ist das sehr, sehr lange haltbar. Wie lange ungefähr? Ja, bei mir, Reinhold, hast du schon mal an der Antarktis Butterschmalz gebraucht? Nein, aber nicht. Aber unsere Bauern haben das gemacht. Die haben im Herbst die Butter eingelassen, wie man das genannt hat. Und wie lange haben wir jetzt stehen lassen? Und ganz bis zu Ostern. Also bis Winter. 3-4 Monate bleibt das stehen, da passiert nichts. Gut. Ja, Ostern ist ja so nach Weihnachten eine ganze Zeit lang. Ganz, ne? Knapp danach. Ja. Reicht dir das, Ilka? Ja. Hast du noch eine andere Frage? Nö, eigentlich nicht. Möchtest du ihn mal sprechen? Wen? Den legendären. Den wen? Johann, sag mal Ilka, guten Tag. Komm, sag Ilka mal Tag. Ilka, guten Tag. Guten Tag, lieber Johann. Ja. Kann ich noch was tun für dich? Ja, ich würde wohl noch gerne wissen, ob man dieses Butterschmalz, wie hoch man das erhitzen kann, ob man damit frittieren kann und ob man es auch aromatisieren kann, wie ein zum Beispiel Salbei oder Rosmarinöl. Das hat sie mich gar nicht gefragt. Weil sie wusste, dass du das nicht weißt. So, also man kann das auf jeden Fall, also frittieren würde ich nicht damit, aber man kann es sehr heiß machen, weil eben die Molke schon verdampft ist und das reine Fettöl geblieben ist. Ja. Man kann auch in das Butterschmalz beim Ausbacken Thymian, Rosmarin reingeben, dann bekommt das Butterschmalz das tolle Aroma. Und man kann damit perfekt Schnitzel ausbacken. Das ist für mich die Grundlage für ein tolles Schnitzel. Ein bisschen Sahne mit drauf. Okay. Alles klar. Schöne Danke Zeit, schön. Alles Gute. Tschüss. Danke, tschüss. So, wir machen jetzt Knödel. Und zwar, ich habe die Masse hier. Jetzt nehme ich da ein bisschen Mehl und versuche dann die Knödel zu rollen. Aber Knödel wären ja auch was für zum Mitnehmen, oder?
Nein. Nein? Das ist zu müsste schwer. Man auch dürren. Also wir nehmen gefriergetrocknete Basis, Nudelbasis, Knödelbasis oder auch Kartoffelbasis und tun dann eben diese Fettarten wie Bemmikan oder Olivenöl oder auch Lardo dazu. Ich habe eine Messmer-Frage wie der Tee. Sag mal, die Tibeter, die trinken immer Buttertee, ne? Und zwar Buttertee mit Salz. Wie macht man denn aus Buttertee? Na, man macht einen Tee und gibt ranzige Butter dazu. Das ist ranzige Butter? Ranzige Butter. Ranzige Butter ist leichter verdaulich als eine nicht ranzige Butter. Die ist leichter verdaulich? Ja, ist leichter verdaulich, weil sie zum Teil schon vergoren ist. Gordon kann man gerne. Freust du dich schon, Johann? Das kriegst du morgen zum Ausprobieren. Also ranzige Butter kommt in Tee. Ranzige Butter, Salz und Tee. Und der Tee ist ein ganz bescheidener Tee. Das ist so der Abfall aus Indien, den man kauft in Ziegelform. Das glaube ich, habe ich jetzt zu viel Rauch entstehen lassen. Also, das ist zu heiß. Wir müssen weniger Hitze machen. Aber es wird gut. Wie soll ich jetzt als ich den Mount Everest allein bestiegen habe, habe ich nur tibetischen Tee getrunken, absichtlich. Mach Wasser drauf, hier ein bisschen Wasser. Das heißt, das ist dann aber auch gut für die Verdauung, oder? Bin mehr. Geil, okay. Okay. Es ist gut für die Verdauung und gibt das Salz zurück, verstehst du? Das Salz verliere ich ja durch das Hyperventilieren, durch das schnelle Atmen, aufgrund der sauerstoffarmen Luft. Verliere ich sehr viel Flüssigkeit und auch Salz. Und das kommt wieder zurück. Und das ist der Hintergrund. Also meistens haben ja die Einheimischen, die in diesen Gegenden leben, in Tibet oder in der Arktis, in der Antarktis, leben ja keine Einheimischen, ihre Nahrungsmittel... Ach, wohnt ja gar keiner? In der Antarktis nicht, aber in der Arktis schon. In der Arktis, in Grönland, in... Ja, aber in der Antarktis, da ist keiner. Nein, da leben nur Wissenschaftler. Also Leute, die da unten sind und arbeiten, die leben so ähnlich wie wir hier. Also nicht so gut. Gibt's keinen Lava und keinen Lecker. Also kann ich da hin? Triffst keinen. Außer da hätte ich mal meine Ruhe. Ne? Von ihm? Von meinem Johann. Ja. Tja. Jetzt stichelst du aber ein bisschen. Nee, ne? Ich habe dich gefragt. Ja, stimmt. Du ja. Kannst ja anders müssen wir das wieder antworten. Zurück. Nein. Magst du Johann? Jetzt kannst du Passionsfrucht reinmachen. Du kannst offen sprechen, hört keiner zu. Ja, schon. Ist schon ein bisschen sympathisch, ne? Wenn er so ruhig ist. Wenn er nichts sagt, ne? Guck mal, wenn er so mit seinem Knödel spielt. Ganz kurz zu meinem Kartoffelrisotto. Ich habe eben ganz normal wie bei einem Risotto Zwiebelchen, Knoblauch mit ein bisschen Butter angedünstet. Ich bin sehr gespannt auf dein Risotto, denn ich mag es überhaupt nicht. Normalerweise. Das Schöne ist, du hast keine Vorurteile, ne? Ich werde es probieren, das ist doch schon mal nicht schlecht. Aber wenn du Glück hast, schmeckt es ja fast. Ne? Können wir ja gleich mal gucken. Auf jeden Fall schon mal ein großes Lob. Ja. Ich habe jetzt den Blumenkohl eben blanchiert, jetzt paniert. Und den backen wir jetzt schön hier aus. Dann musst du die Mango schneiden, gell? Als nächstes. So, meine Knödel kochen jetzt hier schon. Das heißt nicht meine, sondern die Knödel kochen hier. Und, schön chillen. Guck mal hier. Die Knödel gehen schön auf da. Die Röllchen tue ich jetzt gerade hier anbraten, hier noch meinen Ofen. Guck mal, ein Knödelkarussell, die drehen sich. Ein Knödelkarussell. Das ist ein cooler Knödel. Johann, warum drehen die sich jetzt? Weil die sich drehen. Dankeschön. So. Idiot. Weil die sich drehen. Da machen wir jetzt eine schöne Butter für die Knödel nachher zum Braten. Hier. Ich habe wirklich wenig zu tun. Nimm mal ranzig, es ist besser verdaulich. Soll ich hier mal was machen? Achso, den müssen wir jetzt wenden. So, Butter haben wir hier. Da machen wir jetzt rein ein bisschen Salz für die Knödel. Julia, komm mal gucken. Also Reinhard macht den Mango-Massaker. Ja. Du sollst nicht den Kern in Stücke schneiden, sollst nur das Fleisch. Ja, aber ich krieg den Kern nicht. Das du bist schon dran am Kern. Ja, aber ich krieg ihn nicht raus. Darf ich dir was zeigen? Bitte. Wenn du die Mango nimmst. Das sieht aus, als wenn er so, da drin eine Gräten sucht. Und so hier schneidest, so. Ich würde das in die Hand quer nehmen. Dann kommt hier so eine Scheibe runter und da ist kein Kern drinnen. Woher weiß man, von welcher Seite man eigentlich die Mango
schneidet. Wenn Messer stecken bleibt, bist du im Kern. Aber ich habe immer das, die Kunst, ich mach's immer von der falschen Seite und lande so, auch am Kern. Das siehst du hier an diesem Ansatz, wo der gewachsen ist. Ja? Da ist vorne. Dieser Kern muss quer sein. Wenn ich hier oben drüber schneide, so, schau her, so drüber mit Gefühl und hier nach hinten ziehe, dann habe ich hier das Fleisch und das ist der reine Kern, das ist der Kern in der Mitte. Und das ist das Fleisch. Hier hast du das jetzt hier. Da kannst du richtig was lernen, ne? Bildungsfernsehen. Ja. So, ja. Jetzt schäle ich das hier und dann kann ich das reine Fruchtfleisch entweder in Spalten, Stücke oder auch in Scheiben schneiden. Das aber die ist Küche ist wirklich, wenn man es nicht kann, ein Massaker. Das ist der richtige Ausdruck. Guck mal hier, so, so schön so. Jetzt schneide ich ein Stückchen. Sehr schön. Passt dann. Die Kühe kochen, so, die Butter. Darf ich jetzt endlich den Salat reinwerfen? Jetzt darfst du den Salat einmal anschwenken, jawohl. Jetzt kommt erstmal das Wichtigste. Jetzt müssen wir erstmal das essen, was Reinhold Messner gekocht hat. Das ist das Wichtigste, ja? Das müssen wir nicht, doch, Johann. Das tun wir schon. Wir essen jetzt Pemmekan, komm. Ich finde, das Publikum darf das sehr gerne da rein, probieren, oder? Heute. Da rein. Ja, ein bisschen Salz und Pfeffer. Dann kannst du den schönen Teller nehmen zum Anrichten. Fertig. Jetzt tun wir die Knödel schön braten mit der Butter da. Das ist wie in Südtirol, ha? Guck mal, alle Knödel da so. Ah, ja. Guck mal, schön. Mit brauner Butter braten. Dann haben wir jetzt hier diese Sojasauce, Butter, Sojasauce mit Honig und Butter. Und da werden jetzt die Kalbsköllchen noch schön drin angebraten. Dann sind wir fertig. So, ich habe jetzt hier schön unter die Kartoffelchen und das Kartoffelrisotto Parmesan gemacht. Ein schönes Stückchen Butter, Salz und Pfeffer, ein bisschen Muskatnuss reingerieben. Hab die Schweinesteaks jetzt kurz mit Senf eingerieben, werden von beiden Seiten kurz angebraten und dann kann ich auch schon anrichten. Sieht das nicht lecker aus, Johann? Sei doch mal ehrlich jetzt. Was, bei dir? Ja. Sensationell. Reicht das so? Jetzt hat er nicht geguckt. Super. Schön am Teller. Darf ich mal kurz den Leuten zeigen, die Kalbsröllchen, wie die rosa sind? Guck mal hier, guck dir mal das an. Hier, guck mal. Ah. Super rosa, super, saftig. Super, super. Guck mal hier, perfekt gegart. Und die Soße, wie ist die Soße? Das ist jetzt Honig, Sojasauce. Und guck mal hier. Hier. Guck mal da. Wie viele Leute hier kannst du damit abspeisen? Für die Kameramann, schau hier, guck mal hier. Röllchen vom Kalb. Großartig. Ja? Und hier die Knödel. Mmh. So, bist du fertig? Also mein Pemmekan ist fertig. So, dann richten wir das jetzt hier an. Wow. Guck mal, die Knödel da. Die Südtiroler werden neidisch jetzt. Guck mal. Ah. Schöne, saftige Knödel, Thymian drauf, noch großzügig. So ja, gut, das kennt man ja auch. Schön, oder? Sehr schön. Sehr dann die Röllchen dazu, richte jetzt an. Jetzt kommt der Fisch da drauf, die Tomaten in der Mitte. Man muss das mit viel Liebe machen. Mach das mit viel Liebe, Hauptsache schnell. Die Sendung ist vorbei. Die überrascht mich immer so. Urplötzlich, Johann, ne? Zack, weg. Anrichten. Schön sieht der Fisch aus. Oh. Hast du alles um anzurichten? Guck mal hier, die schönen Knödel da. Mit der mit den Kalbsröllchen der schönen Butter aus Sojasauce, Honig. Guck mal hier, Wahnsinn, Leute. Das schaut gut aus. So, dann richten wir noch dein Dessert schon an. Wir haben jetzt hier einen Teller. Mach erstmal das Kompott da drauf, in die Mitte schön. Löffel sind hier. Ah, den großen Löffel, ja. So, sehr schön. Und jetzt kommt die Reduktion oben drauf. Du machst mich fertig mit deiner Reduktion. Na, auf die Mitte drauf machen. Die ist übrigens fast lecker. Fast lecker. Muss ich rübergehen. So, und dann machen wir hier, guck mal. Hier ist das schöne. Das schöne Tiramisu aus der Form. Ah, ist die stark, du. Guck mal da. Tiramisu im Biskuitmantel. So. So, genug? Soll fast in einer Reduktion.
Eins. Ist gut. Ich bin fertig. Machen wir zwei drauf. Wir haben gewonnen. Ich glaube, das Nachspeise reicht eine. Wir sind oder? Als Erster reicht am Tisch. Eine Scheibe, genau. Wir können mehrere Teller machen. Ist genug, genug jetzt. Aber genug. Genug. Bringt das bitte nach vorne, alles beides. So. Liebe Dunja, bitte schön auf den Tisch. Mhm. Links so. Da, links. So. Nein, was ist mit meinem Pemmikan? Ja, niemand will mein Pemmikan essen. Das essen wir jetzt, Dem ist nicht zu helfen. Passt. Johann, lässt du mir mal übrig, ich probiere nächste Woche Samstag. Nein, nix. So. Nix, jetzt wird erstmal gegessen, was zunächst Herr Messner gekocht hat. Du fängst an. Wer? Du fängst an, bitte. Wer ist du? Ja, du! Oh. Wo ist dein Platz? Du. Danke. Ist das lecker, Leute! Mann, ist das lecker! Also, super lecker! Also, Johann, kannst du ein ganzes Schüsselchen. Ne? Also, wenn das so lecker ist, gehe ich auch mal auf den Mount Everest. Du. Gib mal her. Die lachen sich hier alle kaputt. Jetzt ein Freiwilligen. Gib mal her. Guck mal, Johann findet Geschmack dran. Ich finde, das ist toll. Also, ich muss da ganz ehrlich sagen. Es ist nicht das so schlimm, wie befürchtet. Nein, jetzt pass auf. Es gibt viele Fertiggerichte. Ja. Viele Fertiggerichte, die schmecken viel schlimmer, wie das hier schmeckt. Stimmt, wirklich. Ohne Witz. Ohne Witz. Okay. Ich würde sagen, meine Damen und Herren, bevor Sie so weit nachkochen, bleiben Sie unten am Berg. Ich wünsche Ihnen schönes Wochenende. Du warst ein